Die Vernissagen in der Galerie der Nordhäuser Kreissparkasse erfreuen sich einer immer wachsenderen Beliebtheit. Vor allem, wenn einheimische Künstler die Ergebnisse ihrer Arbeiten zeigen. Heute wurde die Ausstellung Zeit und Spiel von Axel Schumann eröffnet. Hat Axel S. eine Vorliebe für Uhren? Mit den Uhren, ne? Vielleicht war jemand zu spät gekommen, kann auch sein, ich weiß es nicht. Nein, das war mehr ein Schatz jetzt mit den zu spät kommen. Aber ich sage mal, es ist so ein schönes Thema, auch mit den Motiven Zeit und Spiel. Uhrzeiger, römische Zeugen, da kann man viel rein interpretieren. Da kann ja jeder Betrachter für sich was rein interpretieren, ohne dass ich ihm nun sagen muss, was es sein soll. Das müssen die Betrachter der Bilder, die da nun an den Galeriewänden hängen, wirklich selbst tun. Freiräume für Fantasien hat Schumann geschaffen. Das betonte auch Sparkassenvorstand Wolfgang Asche, der den Künstler in dieser Runde nicht vorzustellen brauchte. Axel Schumann machte dabei gleich mit, unorthodox, wie man ihn kennt. Und so hatten die Gäste, die Kunstinteressierten, die Freunde und Bekannten, die die Eröffnung seiner dritten Ausstellung begleiteten, schon daran ihre helle Freude. Axel spielt gern mit den Farben, schafft, wie schon erwähnt, die Freiräume für den Betrachter, wobei Zahlen sehr dominieren. Nordhäuser Uhren sind es auch, denen er einen Kalender gewidmet hat. Weil das auch schöne Motive und Vorlagen sind und ich auch so ein bisschen Faible für diese Geschichte Zeit und Spiel habe, was ja auch bekanntlich der Titel der Ausstellung ist. Und in dem Zusammenhang passt das gut dazu. Die Jahreszeit, jetzt November, der Kalender, die 12 Motive. Und ich möchte eine Wette machen, dass viele, die den Kalender ansehen, noch nicht mal unbedingt sofort wissen, dass es die Uhren hier in Nordhausen gibt. Man fährt täglich dran vorbei, aber letztendlich bemerkt man es gar nicht mehr. Bis zum 9. Dezember ist die Exposition Zeit und Spiel in der Kreissparkasse zu sehen. Zu kaufen gibt es die eindrucksvollen Kalender bei Axel S. in dessen Atelier.